Hey Leute, wir sind heute in Gönnersdorf beim Dirk. Der Dirk, der hat mir eine Mail geschrieben über unser wunderschönes Kontaktformular, was der Jannis mir freundlicherweise programmiert hat. Ich habe ihn angerufen und er hat um Hilfe gebeten. Er hat hier dieses wunderschöne 3600 Liter Becken. Es hat die Maße 250, 180 und eine 80er Höhe und ist für Diskus ausgelegt, die auch da drin sind. Jetzt hat der Dirk damit ein paar Probleme, und zwar die Fische stehen im Einzelnen teilweise nicht so gut, andere stehen sehr gut. Wir haben einen starken Cyanobefall und einen Filterschacht, der sich immer leer zieht. Das sind so im Wesentlichen die Probleme und die werden wir heute jetzt mal angehen und uns das mal anschauen und auch eventuell lösen. Wer weiß es. Gehen wir mal auf den Besatz ein. Es ist ein Mix der Kontinente, kann man sagen. Also wir haben auf jeden Fall im Zentrum des Beckens ganz klar den Diskus stehen hier. Es ist eine Gruppe von 24 Tieren und wir sehen jetzt hier, dass manche Tiere wirklich sehr gut stehen, auch in der Farbe sehr gut stehen, stehen gut im Futter und andere nicht so gut. Wir haben sogar welche mit Krankheitsanzeichen, mit ein paar Löchern im Kopf, was aber jetzt hier nicht so einfach ist, die zu behandeln, weil man kriegt sie schlecht rausgefangen. Dann könnte man die einzelne auf Medikamente setzen, aber das, naja, ist jetzt hier nicht so einfach. Was der Dirk mir auch erzählt hat, ist, dass das Wachstum sehr, sehr unterschiedlich ist. Also hier ist zum Beispiel so ein ganz kleiner Diskus. Der ist aber genauso alt wie Tiere, die jetzt hier die Größe haben. Also die wachsen sehr, sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich nehmen sie dann auch, ohne dass man es großartig merkt, das Futter ein bisschen unterschiedlich an, fressen dann auch ein bisschen unterschiedlich. Könnte man auch vielleicht nochmal mit anderem Futter probieren, aber das ist auch beim Diskus ein bisschen schwierig, weil manchmal hören sie dann ganz auf zu fressen oder wollen gar nicht oder wie auch immer. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Was haben wir noch im Becken? Wir haben ein paar Puntius denisoni Rotbandbarben da vorne. Auch relativ große, kräftige, bestimmt auch schon ältere Exemplare. Wir haben Rotkopfsalmner, verschiedene Panzerwälse. Oh, der ist ja dick. Guck mal, wie dick der ist. Hier sind Sterbai, wir haben Pandas drin, die sich auch vermehren. Wir haben ein paar Plekos und Antennenwälse. Was ganz schön ist, hier die kleinen Guramis, die hier überall rumflitzen. Ansonsten noch ein paar Neon, ne? Ich glaube, hier vorne waren noch Neons irgendwo. Ja, da. Rote Neons. Da sind noch ein paar Kirschflecksalmner in der Mitte. Und Schmerlen sehe ich, Schachbrettschmerlen. Alles so ein bisschen durcheinander, aber eigentlich ein schöner Besatz. Pflanzentechnisch, ein Teil meiner Meinung nach des Problems ist hier, wir haben eigentlich einen Pflanzenbesatz, der nur aus Kryptokurinen, Javafarn und Anubia besteht. Jetzt empfehle ich ja immer, genau diese Pflanzen eigentlich nicht einzusetzen, weil die halt einfach biologisch keinen großen Nährwert haben für uns. Ja? Also die wachsen nicht schnell, auch wenn der eine oder andere immer mal wieder meint, die wachsen ohne Ende. Tun sie auch, aber nicht so schnell wie jetzt Stängelpflanzen, Rotala oder sonst irgendwas. Die entziehen dem Wasser einfach keine Nährstoffe. Zumindest nicht in den Maßen, wie wir es bräuchten, helfen die uns auch nicht dabei, ein Aquarium stabil zu halten. Jetzt ist das hier so, dass wir ganz davon ab, dass nur diese Pflanzen drin sind, die auch noch in einem Mangelstatus stehen. Wir sehen das hier ganz klar bei den Kryptokurinen, die haben so ganz hellweiß-gelbliche Blätter. Bei den Anubias kommen wirklich teilweise neue Triebe raus, die fast weiß sind. Und da sieht man einfach dran, denen fehlt was. Ich würde jetzt sagen, da ist auf jeden Fall Eisen- und Kaliummangel hier, wenn man sich das so anguckt. Wir haben glasige Blätter, die so, ja, so ein bisschen zerfallen, so schmierig werden. Da vorne sind ein paar Echinodorus drin, die sehen auch, naja, nicht wirklich gut aus. Also für die Pflanzen muss auf jeden Fall was getan werden. Wir haben jetzt gerade mal eben die Wasserwerte gemessen. Der Dirk hat, du hast es, glaube ich, blinden Aktionismus, oder wie war das? Oder? Ja, er hat blinden Aktionismus betrieben. Er hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht und ich muss was tun. Und dann hat er angefangen, was zu tun. Und das war jetzt vielleicht dann nicht unbedingt so ganz das Richtige. Wir haben einen Nitratwert, der so zwischen 50 und 100 liegt. Also es ist immer schwierig in dem Bereich, das genau abzulesen, weil der Test einfach dann pink ist. Aber wir haben einen Phosphatwert von 0. Und das ist erstmal schlecht. Zum einen für die Pflanzen, wenn kein Phosphat da ist, können die nicht wachsen. Zum anderen aber auch für die Cyanobakterien, weil das ist genau das Milieu, was die am liebsten haben, nämlich ein Nährstoffungleichgewicht. Wie wir das gleich lösen werden und woran das liegt, dass das so ist, das zeigen wir euch beim Filter hinten. Das ist nämlich hier um die Ecke. Das Becken hat nämlich einen eingeklebten Innenfilter. Wenn man mich gefragt hätte, sollte man das tun, hätte ich gesagt, nein, lass es. Machen Filterbecken mit einem vernünftigen Ablauf, weil die Probleme bei so einem Filter sind eigentlich fast immer die gleichen. Hier fängt das Hauptproblem direkt am Eingang des Filters an. Der Dirk hat schon seit langem festgestellt,
dass sich hinten eine Kammer, wo die Pumpe drin sitzt, die das Wasser zurückträgt, immer leer zieht. Über den ganzen Tag wird es immer weniger, fängt an zu plätschern. Das Wasser hier vorne drin steigt, dann irgendwann fängt die Pumpe an zu straucheln. Warum das so ist, ist eigentlich, ja, liegt auf der Hand. Irgendwas verstopft, die Pumpe zieht die Kammer leer, drückt das Wasser hier rein, es kann nicht nachlaufen. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als wären es hier diese Gitter, hier sind so vier Gitter verbaut, die relativ wenig Wasser durchlassen. Und dann haben wir noch den Fall, dass sich hier unten ja, Fischkot, Pflanzenreste, Moose, was weiß ich was absetzen und einfach das Gitter verstopfen und dann kommt kein Wasser nach. Das sieht man dann hier. Guck mal eben rum. Da. Also diese Kammer, die zieht sich immer leer und dann ja, fängt es irgendwann an zu orgeln da drin. Zusätzlich auch noch diese Kammern hier, das sackt immer alles weiter ab. Erklären wir mal ganz kurz hier den Filter, wie das eigentlich läuft mit dem Wasser. Das kommt hier durch diese Gitter rein und geht dann hier oben drüber und läuft erstmal durch das erste Vlies durch, was sich auch wohl relativ schnell immer zusetzt. Dann haben wir hier diese Filterwürfelchen, geht immer hoch runter und am Ende hier durch dieses Helix durch. Und dann geht das Wasser hier über einen Überlauf in die Pumpenkammer rein. Hier sind auch die Heizungen drin, ist eigentlich... Ja, wie man das so kennt, so ein Innenfilter. Was ich daran immer nicht so mag, ist, dass man halt die ganze Geschichte nicht so einfach mal eben leer machen kann, wie jetzt ein Filterbecken und mit dem Staubsauger mal durchgeht, weil man hat immer diese Höhe hier, diese ja, massiven Filterkammern, die man aufwendig leerräumen muss und beim Filterbecken, was auf dem Boden steht oder so ein bisschen erhöht, da geht man einfach eben hin, schüppt das in den Eimer, geht mit dem Staubsauger durch und fertig. Das ist jetzt hier nicht ganz so einfach, es ist kein Beinbruch. Was allerdings doch ein Beinbruch ist, sind halt diese Filtersiebe da vorne. Und da müsste man was dran ändern. Wahrscheinlich wäre es einfacher, einfach eine Verschraubung reinzusetzen, um mit dem Schlitzrohr zu arbeiten, weil ein Schlitzrohr hat einfach eine viel, viel größere Oberfläche, was das Sieb angeht, als jetzt so ein Gitter. Ne? Ist ja logisch, Gitter platt, Siebrohr lang, ne? Mit so Schlitzen drin. Aber das ist ja hier auch nicht zu ändern. Kann man auch einfach so laufen lassen. Man sieht ja auch, es funktioniert, die Filterung ist aktiv. Ne? Und das ist ja erstmal das Wichtigste dabei. Also ist alles schon okay, so wie es ist. Der Dirk hat sich ja auch so Hähnchen einbauen lassen, dass wenn er jetzt zum Beispiel mal so eine Kammer wirklich leer laufen lassen will, kann er wahrscheinlich einen Schlauch anschließen und es einfach weglaufen lassen. Also es geht schon, ist es schon auch irgendwo praktisch. Zumal man hier ja auch wirklich den Platz hat, um daran zu arbeiten. Wenn man jetzt so ein Ding an der Wand stehen hat und man hat so einen Filter und da gibt es viele Aquarienbauer, wir sehen es immer wieder, die sowas dann auch wirklich verkaufen und das empfehlen, das ist die Hölle. Also wenn man bei einem 2 Meter breiten Becken hinten an der Wand irgendwie 1 Meter darüber muss, um an irgendeine Pumpe dran zu kommen oder um irgendwelche Filterschwämme daraus zu ziehen, die sich dann komplett ins Becken ergießen, ist das nicht schön. Hier kommt man ja wirklich gut dran, also von daher erstmal alles okay. Grundsätzlich würde ich aber jetzt die Filterung trotzdem auch von grob nach fein aufbauen, das heißt also erstmal diese Blöcke hier mit den Schwämmen und am Ende würde ich das Vlies vor das Helix setzen und dann, naja, muss man halt diese Blöcke öfter sauber machen, aber ich glaube, die Standzeit wird sich doch trotzdem ein bisschen erhöhen. Ja, was haben wir hier noch? Diverses. Wir haben einen riesigen Nitratfilter. Nitratfilter sind so ein schwieriges Thema eigentlich, gerade auch in der Süßwasseraquaristik. Hier ist so ein Harz drin. Ich bin mir gar nicht sicher, was dieses Harz eigentlich alles macht. Fakt ist, es gibt kein Material, was jetzt wie zum Beispiel ein Phosphatabsorber, der ja eigentlich nur Phosphat und aber auch Silikat aus dem Wasser rauszieht, gibt es nicht für Nitrat. Das heißt, so ein Harz, was hier drin ist, das wird auch immer irgendwelche anderen Sachen aus dem Wasser entfernen. Dann zum Beispiel Eisen, Mangan, was weiß ich, Kalium vielleicht auch. Ich kann es gar nicht genau sagen, ich kenne das Material nicht. Ich halte das auf jeden Fall nicht für gut. Zusätzlich haben wir das Problem, dass der überhaupt nicht richtig arbeitet anscheinend, weil wir haben ja einen sehr hohen Nitratwert. Deswegen habe ich dem Dirk empfohlen, das Ding abzubauen und eventuell zur Nährstoffbekämpfung erstmal doch auf Wasserwechsel zu setzen, weil ich das, glaube ich, beim Diskus doch deutlich angebrachter finden hätte. Wir haben eine UV-Anlage, die hat 55 Watt. Das ist für das Becken auch auf jeden Fall okay. Im Süßwasserbereich passt das sehr gut. Und ansonsten haben wir hier zwei Jebao, Jekopt Pumpen, die das Wasser zurückfördern, beziehungsweise die UV und den Nitratfilter im Moment speisen. Was hier noch ist und was ich auf jeden Fall ändern würde, ist ein Sprudelstein. Wir haben hier eine Sauerstoff, ja,
Zugabe im Becken oder ne, wie nennt man das? Luftzugabe, ist ja kein reiner Sauerstoff. Das würde ich auf jeden Fall ändern, weil ganz davon ab, dass hier wahrscheinlich eh relativ viel CO2 verloren geht durch die vergrößerte Oberfläche, wenn das Wasser hier runterfällt, kriegen wir das gleiche natürlich noch mit dem Sprudelstein hin. Und wir werden wahrscheinlich einen CO2-Wert von nahe Null haben hier im Becken, was den Pflanzen dann auch nicht wirklich das Leben leichter macht. Also das würde ich auf jeden Fall vermeiden, eigentlich nur in unbepflanzten Becken, wenn wir jetzt Malawi oder Tanganyika-Becken haben, dann würde ich schon mal gucken, dass man eventuell Sauerstoff gerade bei höheren Temperaturen zugibt. Aber bei dem Becken hier macht das eigentlich nicht viel Sinn, weil all das, was die Fische abgeben an CO2 über die Atmung, das werden die Pflanzen hier sofort wegziehen. Die sind ja in einer Mangelsituation, die brauchen das Zeug und die ziehen es sich direkt weg und wandeln es wieder in Sauerstoff um. Also da kann das Problem nicht sein. Das würde ich auf jeden Fall entfernen. Das Wasser in Gönnersdorf ist ziemlich hart, habe ich mir sagen lassen. Deswegen kommt ja ein Wasserwechsel erstmal nicht unbedingt in Frage. Der Diskus mag das nicht, wenn das Wasser hart ist. Und deswegen sollte man hier auf jeden Fall, wenn man Wasserwechsel machen will, mit einer Osmoseanlage arbeiten. Da muss kein Harzfilter dahinter, weil das bisschen Silikat, was in der Regel mitkommt, ist jetzt nicht schlimm. Das heißt, es reicht eine ganz normale Osmoseanlage. Die kann man auch schön steuern über irgendwie einen Controller oder was. Da gibt es von Tunze diesen 8555 Water Controller. Damit kann man dann über zwei Sensoren sich einfach automatisch eine Tonne befüllen lassen und dann kann man hier ganz einfach mal eben Wasserwechsel machen, auch in der Größe. 500 Liter Tonne, 500 Liter raus, 500 Liter rein, fertig ist das. Jetzt würde ich das hier aber auf jeden Fall aufhärten, weil in dem Wasser hier, was im Becken ist, ist so gut wie keine Härte mehr drin. Und ich würde dann schon gucken, gerade auch für die Pflanzen, dass wir eine Carbonathärte so 2, 3, 3 wäre gut, haben und dann den pH-Wert so auf 6, 5 ungefähr einstellen. Kann auch ein bisschen höher sein, 6, 8 wäre auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir ein schön saures Wasser, leicht sauer. Für die Diskus völlig in Ordnung. Die Pflanzen werden definitiv viel, viel besser wachsen. Zusätzlich brauchen wir auch auf jeden Fall eine Düngung. Ich habe ein bisschen im Verdacht, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, das werde ich später nochmal nachlesen. Der Janis kann es euch ja auch mal reinschreiben, ob es so ist oder nicht. Kannst du nicht ankreuzen, ja oder nein. Dass dieser Nitratfilter, das Harz da drin, wahrscheinlich auch Eisen und Kalium und all diese Spurenelemente aus dem Wasser rausholt. Das ist meine Vermutung. Wie gesagt, du kannst ja dann gucken, ob es so ist. Hier muss gedüngt werden. Ja? Wir müssen Eisen zuführen und wir müssen Kalium zuführen, damit die Pflanzen dann gut wachsen und zusätzlich am besten auch ein paar schnell wachsende Pflanzen einbringen. Pinnatifida zum Beispiel, sagt der Dirk, wächst hier überhaupt nicht, geht immer kaputt. Aber ich glaube, wenn man die Rahmenbedingungen dafür schafft, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Jetzt haben wir gerade gerätselt, wie man bei so einem Becken am besten wohl CO2 zugibt. Also mit so einem komischen Dennerle-Flipper oder so einem JBL-Spiral-Dings, da wird das hier nichts. Ja? Da müssen wir mit irgendwas anderem dran gehen. Der Dirk hat hier noch so einen schönen Harzfilter stehen. Und da war jetzt gerade die Überlegung, ob man den einfach umbauen kann. Das wäre eigentlich relativ simpel. Wir haben hier oben eine Verschraubung drin mit einer Kappe. Und wenn man da ein Loch reinmacht oder aber irgendein anderes PVC-Bauteil, was das gleiche Gewinde hat, das ist hier 3/4 Zoll, dann könnte man ein Rohr bis hier unten hin führen. Das Harz muss natürlich raus. Und einfach sich einen Gegenstrom-CO2-Reaktor bauen, wo man dann schön das CO2 hochblubbern lassen kann. Das Wasser geht nach unten runter und dann kann es unten wieder abgesaugt werden und ins Becken geleitet werden. Das muss nicht relativ schnell laufen, das kann ganz langsam laufen dadurch. Und dann hätte man eine super CO2-Zugabe, was auch zu 100% einfach ins Wasser gelöst wird. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, das hier reinzuholen. Man könnte auch mit mehreren Reaktoren arbeiten, wie den Aquamedic-Reaktoren. Die kann man also in Reihe schalten, wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber man könnte einen Verteiler bauen und über zwei oder drei Reaktoren hier das Becken mit CO2 versorgen. Das wäre auf jeden Fall auch möglich. Fassen wir nochmal eben zusammen, was jetzt hier gemacht werden sollte. Also, der Filter muss ein bisschen umgebaut werden, Nitratfilter weg, brauchen wir erstmal hier nicht. Phosphat ansteigen lassen, also erstmal eigentlich wasserwertemäßig gar nichts machen. Das ist schon mal einfach, kriegt jeder hin. Dann müssen wir auf jeden Fall die Zuläufe zum Filter ändern. Wir müssen diese Gitterchen entsorgen und dann ein Schlitzrohr einbauen, damit wir mehr Oberfläche haben, dass der Filter nicht so schnell verstopft. CO2 sollte dran gemacht werden über Reaktoren. Wir haben das eben hier erklärt mit diesem Nitratfilter hier, dass man den eigentlich ganz einfach umbauen könnte zu einem schönen CO2-Reaktor. Zur Nährstoffreduktion hier auf jeden Fall mehr über Pflanzen arbeiten, also ein paar schnell wachsende Pflanzen einbringen, wenn denn die Wasserwerte im Rahmen sind. Und dann auch über Wasserwechsel arbeiten. Osmosewasser leicht aufhärten, KH 2, 3, irgendwie so. Gucken, dass es dann auch im Becken ankommt und da bleibt.
Und dann sollte das eigentlich soweit hier alles passen und gut auf den Weg kommen. Bis Cyanobakterien sich zurückbilden, das dauert immer eine ganze Zeit lang. Selbst wenn die Wasserwerte wieder in Ordnung sind, hat man noch ein paar Wochen meistens Spaß damit. Das geht so ganz langsam, dass sie dann irgendwann weg sind. Manchmal aber auch tatsächlich über Nacht einfach poff, weg. Und dann kommen sie auch nicht wieder. Ich denke, wenn das Ding hier wirklich einmal richtig stabil läuft, dann werden es die Fische nochmal danken. Und auf jeden Fall wird das Pflanzenwachstum natürlich schöner werden und die Biologie stellt sich einfach ein. Und wenn man so eine Biologie mal ein halbes Jahr am Laufen hat und das läuft richtig rund und man weiß genau, was man zu tun hat, dann wird der Arbeitsaufwand einfach auch weniger. Wir haben weniger Algenwachstum, wir haben keine Probleme mehr mit Cyanobakterien. Das Wasser sieht einfach auch schöner aus, man kriegt so einen leichten Silberglanz da rein und das ist einfach dann ja, eine runde Sache. Gute Biologie ist immer Gold wert. Deswegen kümmert euch um die Pflanzen, Leute. Hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Und Instagram, guckt da mal rein, js.aqua.insta. Und fahren jetzt mal nach Hause. Ciao. Ciao.